Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich pass auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide Weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo. Was gibt's? Lance Corporal Taxi, du hast hier für eine Abprobe. Das hab ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich hab nur... Ich komm sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in ihm steckt so viel mehr. Ach, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Einheiten. Ups. Wir brauchen sofort Einheiten in Chelsea. Over. Die KI. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören. Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen.
Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns. Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch.
Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Licht ist perfekt. Sieht gut aus. Perfekt. Hey, Irre mit der Maske. Mein Bruder hat für Fisch gearbeitet. Ist jetzt arbeitslos. Besten Dank auch. Alles okay? Schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde.
Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Kämpf weiter für das Gute. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt braucht er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Achtung, alle Einheiten. Entführung gemeldet. Officer an Murray Hill. Auf weitere Befehle warten. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen. Kämpfen wir. Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute, Silben Blut. Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Ab die Post! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Sie verstehen da keinen Spaß. Thank you.
lang! Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist nicht bei Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weißen, ist ja egal. Nach dem Jump hier verschwinde ich. Das wird wehtun. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Mann, er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen.